natürlich die Anzahl der Leute aus Unternehmen und der Mix sozusagen mit Anbietern, mit Beratern und die Vernetzung von den Leuten, dass man dort auf hohem Niveau die Themen diskutieren kann und sich austauschen kann zu den aktuellen Themen im Corporate Learning. Die Dokumentation ist natürlich ein großes Thema bei solchen Barcamp-Strukturen. Aber es werden natürlich in Etherpads zum Beispiel Online-Inhalte festgehalten. Wir haben einzelne Flipcharts, die im Prinzip Sachen draufstehen. Wir haben Karten, wo Sachen festgehalten sind. Also es gibt die unterschiedlichsten Dokumentationsarten. Das kommt ein bisschen auf den Session-Owner drauf an, im Barcamp, was er dort macht und wie er das organisiert. Und eine andere Geschichte passiert hier beim Austausch, beim Kaffee, beim Mittagessen. Da werden Dinge diskutiert, festgehalten und auch wieder im Nachgang zugänglich gemacht. Also dieses Jahr habe ich so den Eindruck, dass das Thema Kultur nochmal massiv gekommen ist. Also wie baue ich im Prinzip in der Organisation eine Lernkultur auf, wo ich neue Lernformen etablieren kann und einführen kann. Das scheint mir dieses Jahr so ein bisschen Grundtenor nochmal zu sein. Technologische Trends gab es jetzt viele, von Blockchain, KI angefangen, Bots, die besprochen worden sind. VR war tatsächlich weniger das Thema, das heißt virtuelle Lernwelten waren tatsächlich eher weniger hier heute das Thema.